Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Sicherlich schauen eure Kinder auch YouTube-Videos, vielleicht sogar über euer Smartphone, euer Tablet oder an eurem PC. Daher zeige ich euch einmal, wie ihr die Kindersicherung bei YouTube an der App und auch hier am PC, am Browser einstellen könnt. Das ist der sogenannte eingeschränkte Modus. Hier werden Inhalte ausgeblendet, die eben nicht jugendfrei sind. Legen wir erstmal bei der App los. Wir sind also auf der App drauf, gehen hier oben auf das Profilbild drauf. Gehen dann auf Einstellungen. Jetzt vermutet man hier Jugendschutzeinstellungen, aber wir gehen hier in Allgemein hinein und haben hier die Möglichkeit, den eingeschränkten Modus einmal zu aktivieren. Und somit werden uns jetzt diese Inhalte herausgefiltert. Jetzt mache ich das Ganze nochmal beim PC. Ich habe also hier meinen Browser am Handy geöffnet und eine Desktop-Variante geöffnet, die dann also gleich ist wie mit dem PC. Auch hier gehen wir auf unser Profilbild drauf. Hier brauchen wir kein Untermenü mehr öffnen. Hier haben wir gleich den eingeschränkten Modus, den wir auswählen können, und wir können diesen aktivieren. Und auch jetzt greift hier der Filter. Der hat natürlich keine hundertprozentige Zuverlässigkeit. Das heißt, man sollte seine Kinder nicht unbeaufsichtigt irgendwelche Videos schauen lassen. Jetzt am Ende noch mal einen kleinen Tipp. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, auch bei YouTube die YouTube Kids App herunterzuladen. Seht ihr hier schon in eurem Profil. Könnt ihr auch bei Google Play Store einmal herunterladen. Und auch hier gilt natürlich, dass der Schutz nicht hundertprozentig gewährleistet ist. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.